Ja, hallihallo, ich bin mittlerweile im Napa Valley, in den Armstrong Redwoods. Hier gibt es die höchsten Bäume der Welt und die schaue ich mir an. Ich bin in Santa Rosa stationiert in einem Airbnb und von dort aus fährt man hierher ca. 30 Minuten und ja, nicht so weit. Einige von den Bäumen sind schon über 1400 Jahre alt und Bäume, die umgefallen sind, hatten durch die Hälfte geschnitten und man kann die Jahresringe sehen. So, ich bin jetzt runter zur Küste gefahren. Ich muss sagen, es ist wirklich schön hier. Schön kalt. Ja, der Wind pfeift. Wahrscheinlich muss ich weiter in den Süden fahren, damit es hier wieder schön warm wird. Aber ich glaube, hier sind so um die 10 bis 15 Grad, mehr sicher nicht. Ja, mein heutiger Tagesausflug führt mich zum Castello Amarosa. Das liegt hier im Weingebiet vom Napa Valley und das schaue ich mir jetzt an. Reinzubekommen muss man $25 bezahlen. Da ist aber eine Weintour dabei und da ich im Napa Valley sonst keinen Wein trinken könnte, habe ich das natürlich gemacht. Aus der Weintour ausgeschmissen, weil ich keine Admission für die Tour hatte. Aber ja, wenn ein Tourguide mit einer Cola herumläuft, macht das nur zu einem besonderen Erlebnis. Thank you.
Schloss ist auch eine Weintour dabei und die sollte man unbedingt in Anspruch nehmen, weil der Wein ist hier echt hervorragend. Und danach kann man noch ein bisschen das Schloss besichtigen, bevor man sich wieder an Steuer setzt. Auf dem Weg zum Pescadero Point, das ist circa 2 Stunden nach San Francisco, und dort übernachte ich jetzt 2 oder 3 Nächte in einem Hostel, und endlich zeigt sich die Sonne auch an der Küste. Von dem her wird das heute eine super Fahrt entlang der Küstenlinie, der Route Number 1. Ja, bis zur Mitte der nächsten Woche bin ich auf der Route Number 1 unterwegs, weil dann gebe ich das Auto in LA ab, bevor es dann zurück nach New York und dann nächsten Sonntag zurück nach Österreich geht. So, bevor ich über die Golden Gate Bridge nach San Francisco oder durch San Francisco fahre, mache ich hier noch ein paar Aufnahmen. Weil von dieser Seite hat man wirklich die Brücke und die Stadt vor der Linse. Ja, ich bin hier die Steigung runtergegangen. Oben der Parkplatz ist komplett überfüllt, aber der Weg hier runter zahlt sich aus. Wenn man nicht irgendwie beeinträchtigt ist, sollte man den Weg hierher nicht scheuen. Der Ausblick von hier ist 300 Mal besser als nicht hoch. Schade, dass während meinem Aufenthalt in San Francisco so ein schlechtes Wetter war, weil jetzt bei Sonnenschein ist das wirklich herrlich. Ja, hier ist auch eine alte Bunkeranlage. Ich habe jetzt im Hostel eingecheckt und man hat da wirklich einen traumhaften Ausblick auf das Meer.